Herr Drews, Sie haben eben Carola Frauli wiedergesehen nach 30 Jahren. Sag das nicht so laut. Was für eine Empfindung war das? Erinnern Sie sich an den Jaguar Club Herford, ja, 68, 69? Ich erinnere mich daran. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass wir uns kennen. Da müsste ich lügen. Und ich lüge ungern. Aber ich erinnere mich an diesen Club und ich erinnere mich an diesen Event, so schwach. Und das Witzige ist, die Gruppe, mit der ich damals war, die hieß die anderen. Ne? Es gehört zu mir. Hieß die anderen. Und gestern gerade, ich war gestern in Trier, Gildo Horn und so weiter, diese Geschichte, ARD. Ja, und da kam ein Mann auf mich zu und sagte, kann sich noch erinnern an den Auftritt in, weiß ich wie, Bernkastel-Kues oder wie es da heißt, mit den anderen. Ich sage, bitte was, woher kennen Sie denn die noch? Ja, da war ich ganz jung und habe ich gesehen und so weiter und so fort. Also zweimal an zwei Tagen wurde ich erinnert an die Gruppe, die ich zur Schülerzeit hatte. Das wissen jetzt die meisten nicht, wovon ich jetzt rede. 68, 69, genau da war das. 68, 69 und... Also das frappiert mich schon ein bisschen und deswegen ist es schon ein eigenartiges Gefühl. Man wird älter. Also super Zeit. Wenn Sie das... Aber du hast dich nicht verändert. Ja, ich habe mich nicht verändert. Ja. Ich werde auch älter. Siehst du im Granari hier? In der Szene drin bleibt. Guck mal hier, ich werde jetzt 80 bald. Ne? Ich bin 78. Ich war ja immer schon eine Generation euch voran. Nur ich bin kleiner geworden jetzt, aber trotzdem. Ich bin auch ein bisschen kleiner geworden. Ich war sonst wesentlich größer. Ja. Nein, das stimmt. Man schrumpft natürlich ein bisschen. Aber ist ja gut drauf. Eh? Ich hoffe, meine Mutter bleibt auch noch so. Wenn, das ist auch erschienen. Du kriegst auch noch ein Buch von mir, schicke ich dir also, zu. Also, mich an, ne? Ich habe jetzt. Wenn Sie sich erinnern an die anderen, wie würden Sie es bezeichnen? 68, 69, eine Rockgruppe, eine Popgruppe? Was das für eine Gruppe war? Ja. Das war ein Avantgarde-Rock. Avantgarde deswegen, weil wir sehr exzentrischen Harmoniegesang, sehr eng geschriebenen Harmoniegesang gehabt haben. Wir waren vier Sänger. Wir hatten damals eine Anlage, die es sonst nur in Großraumdiskotheken, den ersten Großraum wie Starclub, Starpalast, in solchen Diskotheken gab. Die haben wir schon mitgehabt. Da die Beatles zogen mit einer kleineren Gesangsanlage durch die Gegend wie wir. Wir waren damals ein Insider-Tipp. Deswegen sind wir produziert worden. Das interessiert jetzt wahrscheinlich kaum einen Menschen, aber ich erzähle es jetzt einfach mal, wo ich darauf angesprochen wurde. Wir sind produziert worden mit unserer zweiten LP von einem Mann, der in den USA nun ganz groß Furore gemacht hat, nämlich von Giorgio Moroder. Und Giorgio Moroder hat dieses Album unter einem anderen Namen, nämlich unter Canrol Comics, mit nach USA geholt. Wir sind veröffentlicht worden dort, hatten auf dem Sunset Strip, Sunset Boulevard, Los Angeles, hatten wir schon die großen Poster hängen. Also es war alles auf grün geschaltet, bloß der Erfolg kann sich nicht so schnell bei so einer Sache einstellen. Wir hatten einen Familienvater drin, der gerade sein Abitur gemacht hatte und dessen Frau ihm böse auf den Senkel ging, weil sie sagte, du musst jetzt Geld verdienen, jetzt sofort und nicht erst warten und so, kann ich nicht. Und ich war zwei Jahre vor dem Abitur, habe gesagt, okay, wenn der aussteigt, steige ich auch aus. Dann habe ich die Les Humphreys Singers gemacht, noch vor dem Abitur. Und so kamen die Les Humphreys Singers zustande. Der schrieb nämlich alle Texte für uns, für diese Gruppe. Das ist jetzt doch ganz interessant. Und dadurch hat er mich irgendwann gefragt, wenn ich zu den Les Humphreys Singers komme. Und so bin ich zu den Les Humphreys Singers gekommen. War dann in der Zwischenzeit schon frisch gebackener Abiturient. Habe mich schon immatrikuliert auf der Uni Christian Albrechts in Kiel. Bin aber quasi nie hingegangen, weil ich immer mit Humphreys schon auf Tournee war. Und bin so mit von den Humphreys Singers mal gefragt, ob ich in die Kornfeld singen wollte. Und komme auf einmal in den Schlager rein und singe auf einmal etwas, was früher zur Abiturszeit ein Feindbild von mir war, nämlich Schlager. Und bin jetzt auf einmal ein erfolgreicher Schlagersänger. Es ist alles so verquer, so bekloppt. Ich bin also Schlagersänger mit Altgriechischkenntnissen und großem Latinum. Wofür ich das mal gelernt habe, weiß ich auch nicht. Aber mein Vater sagt immer, wer weiß, wofür man es gebrauchen kann. Andra moyene pomusa, polytro, ponos malapola. Das kann ich halt alles. Schlager wieder bekannt geworden, also mehr... Das ist eigentlich Gildo Horn, aber Onkel Jürgen tut auch das einige zu. Ja, ich rede aber hier gerade in die Kamera, hallo. Gibt es noch irgendwie ganz konkreten Erinnerungen an Herford, an 68, 69, an den Jaguar Club? Es gibt aber auch an Herford, an eure Raststätte, wo wir immer tanken mussten, weil wir hatten so einen Bandbus. Und das war immer so eine Strecke, wir wohnten damals in Hamburg. In Herford haben wir grundsätzlich getankt. Ich kenne diese Raststätte in- und auswendig noch von früher. Und deswegen, Jaguar Club ist mir immer noch ein Begriff, weil das war hier so die äußerste Grenze, wo wir immer vorgestoßen sind, weil das konnten wir erreichen Wochenends, weil ich war ja Schüler, wie gesagt, und die anderen waren berufstätig, was wir immer so am Wochenende noch erreichen konnten, ohne dass wir zu lange fahren mussten. Und dadurch weiß ich das noch. Okay, vielen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns auf ein tolles Konzert heute Abend. Dann nochmal auf? Ja, klar, da wird er, glaube ich, auf der Bühne stehen.
Thank you.